So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Und nach den Triumphen in Manchester und zu Hause gegen den VfL Wolfsburg geht es heute mit dem Duell gegen die Bayern weiter. Wenn wir da heute gewinnen, bin ich guter Dinge, dass wir die Saison wahrscheinlich sogar rocken werden. Spieltag Nummer 27 steht heute FIFA zumindest an und ja, das wollen wir heute uns wieder ein bisschen absetzen. Beim letzten Mal gegen die Bayern ja auch gewonnen. Ich glaube 2-0 oder so war das. Und das wollen wir natürlich auch heute schaffen. So, da sind wieder Nachrichten reingekommen. So, 15 bis 18 Millionen. Jetzt haben wir dann ein Preisgeld bekommen. 9,5 Millionen für das Weiterkommen in der Champions League. Cool. So, gehen wir rein. Auf jeden Fall. Ich denke mal, es kann sogar sein, dass wir noch eine fünfte Saison spielen. Weil das neue FIFA kommt am 1. Oktober raus. Und das kann sein, dass wir da, dass das passen wird. Sagen wir mal, es ist ziemlich wahrscheinlich. So, also wie gesagt, nächster Gegner ist Bayern München. Los geht's. Unseren kleinen 3-Punkte-Vorsprung vor Borussia Dortmund wollen wir natürlich definitiv verteidigen. So, Ciao ist noch nicht ganz fit. Das heißt, es wird heute auf jeden Fall bei der Kotter mal hinten in der Verteidigung spielen. Und der Rest passt so. Los geht's. Gehen wir rein gleich ins Match. Ach komm, scheiß auf. Ein echter Kracher, ein echtes Highlight. Es ist ein Spiel, von dem wir uns alle eine Menge versprechen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04. Gegen Bayern München. Bitte beachten Sie, dass Parkplatz A1 im nächsten Spiel. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayern München. Wir sind also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Zwei herausragende Spieler hier heute im direkten Duell. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben, das wird ein Fest. Ja, ich habe natürlich wieder zurückrotiert. So, geht sofort los. Oh, neuer Spiel, immer noch 4 Saisons. Er ist auch schon mit 38, 39. Mal gucken, wann er seine Karriere beendet. Na dann, auf geht's. Nicht unser Thema, sondern wir gehen rein ins Match. Jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie drauf haben. Dürfte interessant werden. Schalke jetzt über außen. Marco Richter. Ha, Ballverlust. Den ersten, den Gnabry, da ist er. Boah, Gnabry, schnell, der ist übel schnell, der. Ludwig kommt kaum hinterher. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen, das ist eine verschenkte Chance.
Bella Kotte. Marco Richter. Ja, das ist ein bisschen zu optimistisch gespielt. Coman. So langsam wird's gefährlich. Richtig gutes Passspiel da vor Bayern München. Coman. Also sollten die Bayern hier gewinnen, dann ist die Meisterschaft definitiv wieder drin, ne? Das ist es halt. Sollten die Schalke aber gewinnen, können sie sich ein bisschen absetzen. Lucas Alario. Alario. Der FC Bayern wieder am Ball. Momentan kommen sie da. Kimmich. Gabriel Jesus am Ball. Coman. Jetzt nochmal die Bayern. Oh, da ist er durch. Puh. Ludwig. Der ist gut abgelaufen, hat er. Ja, schwacher Ball hier. Ja, die Bayern stehen super da hinten drin. Haben noch nicht. Die Schalke haben noch keine wirkliche Chance. Ja, geht gut dazwischen. Und Becker. Javairo, aber jetzt mal Javairo de Rosun. So, was machen Sie draus? Lange Flanke. Richter! Und die erste Chance. Ja, war aber nicht Richter dran, sondern der Bayern-Spieler. Da ist er. Und da sind die Schalker. Lucas Alario fällt auf 22 Tore. Ich schau noch mal auf die Wiederholung. Aber schöne Ecke. Der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Als Bilicueta kann auf der Linie überhaupt nichts machen. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Auf jeden Fall Alario, der als ein erstes. Und Azpilicueta. Den Tor gemacht hat. Azpilicueta ist das jetzt. Und wieder Ludwig, gut gelöst da. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Aber wir wissen natürlich... Ja, das hat ihn hier, führen Sie mal. Alles sehen wir auch im Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Richtig, und das haben wir gemacht, nach der Ecke. Gnabry. Azpilicueta ist das jetzt. Azpilicueta am Ball. Na, schön durchgespielt. Das Anspiel auf dem Flügel. Gay. Gegen Musiala. Sauberes Tackling von ihm. Glück gehabt. Sie geben den Ball ab. Aber wie da dieser unnötige Ballverlust. Die Abwehr steht momentan nicht so sattelfest. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Hab ich. Latzer. Der Konter setzt, der den Konter setzen kann. Aber es müsste Ecke geben. Ja, schönes Ding, Alario. Kann aber nicht seine Situation nutzen, kann ich abschließen. Nächster Ball, Richter. Ach, das heißt du zur Pause, wenn ich da durch bin. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Also man führt zumindest 1-0. Die Abwehr steht nicht immer ganz sattelfest, aber es funktioniert bisher. Mit dem Rückstand von Bayern München gehen wir jetzt wieder rein ins Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Rodrigo Betancourt. Da ist Kimmich. Varane jetzt. Güey. Kimmich jetzt. Ah, die Bayern. Jesus. Schöner Steilpass. Gnabry. Oh, das könnte was werden. Kimmich. Oh, das war nur das Gestänge hinterm Tor, aber Riesenchance für die Schalke, also für die Bayern. Gleich.
gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Toller Pass. Da hat er die Chance. 2-0. Javairo De Rosso. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jo, auf jeden Fall. Entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie. Nee, das war es noch nicht in dieser Partie. Also 2-0 auf jeden Fall mal den nächsten Step gemacht. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Rodrigo Betancourt. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen Hertha BSC. Und kein Abseits. Gefährlich jetzt. 3-0. Marco Richter. Doppelschlag. Und es funktioniert wieder über die Außen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Die Gäste werden wechseln. Das sind die Bayern jetzt, die gleich mal... Ah, Gegner kommt gut durch. Hat jetzt ein bisschen Platz gegen Zentrum. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. Savic. Ah, gut gemacht. Da haben ein bisschen sich Platz verschafft. Ein Pass mit viel Auge. Klasse Vorstoß. Da müssen sie aufpassen. Ah, ich glaube, das wollte ich sagen. Es müsste Ecke geben. Spielerwechsel. Schau. Gnabry, der 4 gemacht hat. Der Ball kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gut aufgepasst. Nächste Ecke. Auch der war nicht ganz unwichtig. Von der Ecke kam ihm das Tor. Jetzt geht Neuer mal raus. Jetzt bleibt er dran. Faustet den Ball weg. Er überzeugt heute als Passgeber. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Nein. Das war doch nichts. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So es war eigentlich gefühlt kein Foul, weil es war eigentlich nicht mal getroffen. Aber gut. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz souverän gemacht. Zentner. Ludwig. Marco Richter. Da wäre Platz auf außen. Da ist die Hereingabe. 0,0 getroffen. Das war so eine gefährliche Situation. Die Flanke war top von Marco Richter, aber den trifft der Alario überhaupt nicht da vorne. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Sieht man selten beim FC Bayern, aber heute scheinen die Münchner chancenlos. Jetzt könnte er flanken. Da ist Sané in der Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wir haben die Szene überstanden. War aber auch viel ja, gut gelöst da. Oh, Traumpass von Robin Zentner. Stand von 3-0, kurz vor Schluss. Wagenisch. Das ist jetzt eine Chance. Szene geht weiter. Was für eine Aktion. Glück für die Bayern, dass hier nicht das Vierte unterfällt. Was für eine Rettung da. Sie kriegen so gerade, aber dieser Ball von Zentner. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Ja, das war ein bisschen nah an den Keeper. Ja, Mann, das sind so ein, zwei Situationen, wo ich locker noch was nachlegen könnte.
Flanke hat er. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Paulinho. Schalke jetzt über. Paulinho wieder bei die Seite. Der Rosun. Schön gegen die Laufrichtung des Keepers geköpft, aber den nicht da nicht im Tor unterbringen können. So, jetzt kommen die 3 Wechsel noch schnell. Aber man schlägt erneut die Bayern mit 3:0 und ja, holt sich diese 3 wichtigen Punkte. Und dann ist Feierabend. Also, man hätte auch höher gewinnen können, fast sogar müssen. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. So, dann haben wir's. Ja, 5 zu 6 Tore. Die Bayern haben am Anfang sehr viel Druck gemacht und haben auch ihre Situation gehabt, aber du machst halt die Tore zur richtigen Zeit. Direkt mal noch 26 Minuten nach der Ecke. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das könnte sogar Champions League schon bedeuten wieder.